stand doch, wo die geschenkt bekommen. Ja? Ich spreche zur Kamera. Geil? Jetzt die Kamera an, jetzt muss ich ganz kurz. Muss ich kurz performen. Kamera wieder aus. Scheiße. Hab ich nicht drauf leider. Ah, gerade Pause gedrückt. Ja, schade. Wir sind heute in Elspe. Unser Abschlusskonzert. Ey, wir sind aber auch wirklich von Stadt zu Stadt das ganze Jahr so zack, 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 zack. Nein, Abschlusskonzert in Elspe. Es fühlt sich irgendwie komisch an, das letzte Konzert zu haben, weil es gerade so routiniert war irgendwie, dass wir jetzt viermal die Woche gespielt haben. Jetzt das letzte Mal in Elspe. Richtig. Es gibt nur noch eine Chance Feuerwerksleben auf der Bühne und das ist heute. Also heute, ich werde heute da rumlaufen wie Flitzkatze. Flitzkatze. Flitzkatze? Wie eine Flitzekatze. Flitzkacke. Die will ja auch sagen. Flitzekacke hast du auch. Flitzekacke habe ich auch gerade und deswegen. Alter, ich glaube, ich bin heute ein bisschen zu unkoordiniert. Ich glaube, den Reflektor. Ja, dann renn mal lieber nicht wie Flitzkatze. Wie Flitzkatze. Flitzkatze. Katze. Schmitzkatze heißt es übrigens. Schmitzkatze. Die wollte ich sagen. Ich gehe heute ab wie Schmitz Katze. Zack, 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 zack. Jetzt gehen wir auf 180 Grad auf die Bühne. Wir haben noch 10 Minuten. In 10 Minuten. Ich weiß, sie sagen, so wär's besser für dich. Doch eigentlich ist es gut, wie es ist. Seh dir an, wie du deinen Kopf jetzt zerbrichst. Ist schon okay, ja, du weißt, wer du bist. Was die Menschen nicht wissen, kann sie nicht ruinieren. Was die anderen so sagen, muss dich nicht interessieren. Was die Menschen nicht wissen, kann sie es nicht kapieren. Was hier zwischen uns abgeht, gehört nur dir und mir. Ich kann es kaum erwarten, mit dir schnell zu gehen. Ich kann es kaum erwarten, kann unsere Zukunft schon sehen. Mit dir schön zu stehen und durch diesen zu gehen, jede Hürde in den Kopf gemeinsam zu gehen. Ich kann es kaum erwarten, geil. Kann unsere Zukunft schon sehen. Kann unsere Zukunft. Wie war's? Zack, 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 zack. Also war richtig. War richtig geil, also vielen Dank. Das war richtig fertig. Vielen Dank an all die Damen, ey. Elspe, vielen Dank fürs letzte Abschlusskonzert. Mega Stimmung, mega laut, mega geile Plakate. Mega Aktion wieder. Ist noch ein bisschen surreal, dass vorbei ist, finde ich. Weil wir haben gerade erst angefangen. Also, es waren zwar echt viele Shows. 28 ist für eine Tour schon lange. Aber jetzt ist es irgendwie so, jetzt steht man so vor unvollendeten Tatsachen. Was machen wir jetzt? Naja, aber. Aber happy. Aber happy. Keine Tour mehr, aber happy. Aber es sind zwei Wörter, die nicht zusammenpassen. Keine. Bald wieder Tour, deswegen happy. Schönen guten Tag. Wir sind jetzt gerade noch in Elspe. Wir hatten gestern unser letztes Konzert. Und ich fahre jetzt 6 Stunden nach Berlin. Weil Johannes spielt heute sein letztes Konzert in Berlin. Und hat sein Abschlusskonzert. Und ich dachte mir. Er weiß nicht, dass ich komme, ich überrasche ihn und springe beim letzten Song einfach mit auf die Bühne, ohne dass er es weiß. Ich habe seinen Bandkollegen geschrieben und dem Bescheid gesagt, dass ich komme. Die legen alles parat. Ich habe meine In-Ears dabei und komme während seiner Show erst an, verstecke mich hinten hinter der Bühne und dann komme ich bei guten Zeiten bei der Strophe einfach auf die Bühne und singe. Also
6 Stunden Fahrt, entspannt mit Noah. Und dann gucken wir mal, wie Johannes reagiert. Ich glaube, er freut sich. Und dann gibt es eine Aftershow-Party. Auf die freue ich mich. Zack, 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 zack. Es zieht sich. Es zieht sich bis nach Berlin. Wir sind jetzt noch nicht mal in... Doch, wir waren schon in Bielefeld, oder? Wir sind schon an Bielefeld vorbei. Und wir haben, ich glaube, 1,5 Stunden gebraucht, bis wir auf der ersten Autobahn waren. 2 Tankstellen abgesucht, um was zu essen zu finden. Das ist wirklich unfassbar. Wenn eine erste Tankstelle angefahren ist, gab nichts. 2 Tankstellen schon angefahren, es gab nichts zu essen. Die dritte haben wir jetzt gefunden. Jetzt geht's weiter. Jetzt stehen noch 4 Stunden ungefähr auf der Uhr. Und wir sind schon seit 3 oder 4 Stunden unterwegs gefühlt. Ja. Alles für dich, Johannes. Und für die Afrische Party. Johannes spielt gerade sein Set. Jetzt guck mal. Johannes spielt gerade. Er hat jetzt noch einen Song, dann kommt die Zugabe und nach der Zugabe spielt er die guten Zeiten. Und er weiß nicht, dass wir hier sind, hat er schon gesagt. Und ich kriege jetzt von der ganzen Crew, die sind alle eingeweiht, kriege jetzt ein Beltpack, hab meine Ines dabei, krieg ein Mikrofon. Und wenn er anfängt, die erste Strophe von die guten Zeiten zu singen, komme ich einfach rauf und sing mit. Dann ist er auf seine Reaktion gespannt. Also die filmen wir dann und ich glaube, er freut sich. Ich glaube, er freut sich wirklich. Und ich freue mich auch wirklich. Ich bin vorhin aufgewacht und hab richtig gegrinst, weil ich mich so freue, ihn zu überraschen. Das ist richtig geil. Wir müssen auch kurz beim Sound, vor der Zugabe, geht da runter mit der Band und dann müssen wir uns noch kurz verstecken, damit er das nicht sieht und dann geht's los. Spaß. Das ist an, aber noch nicht scharf. Alles klar. Unsere Jungs wissen Bescheid, dass sie es natürlich dann scharf machen, das heißt, du hast auch noch nichts auf dem Indien. Von, aber ihn ja, ich hätte wahrscheinlich gleich. Genau, du hast jetzt dein, das müsste der Mix aus Timdorf sein. Wenn du jetzt irgendwas Akutes merkst, dann gut, jetzt ist... Ach, ist ja wirklich geil. So, jetzt erst alles brennt. Danach kommt auch noch an guten Tagen erst. Ah ja. Alles Piano. Nicht, dass die guten Zeiten wirklich noch gekickt wird von ihm. Nein, nein, nein. Aus Sadies. Die Band das wäre so schön. Witzig. Fahr ich 8 Stunden her. Ja, gute Zeit spielen wir nicht. Gut. Fahr ich halt wieder. Willst du mal kriegen? Ja, nee, dann fahr ich auch wieder wirklich weg, bevor er von der Bühne ist. Das war echt eine mega geile Überraschung. Wirklich sehr, sehr geil. Das war so gut, ey. Leute, so geil. Ey. Ich freue mich echt. Das war eine gute Überraschung. Schönen Abend, schönes Wochenende. Schalt mal mit ein, ich laufe. Lief super. Johannes hat sich gefreut. Ja. Ich habe mich zwar nicht gehört, aber. Ja, tut mir leid, ich bin leid. Die guten Zeiten, die sind jetzt. Die Liebe entfällt. Da lasse ich sie liegen hinter mir. Das ist der Grund, dass ich hier immer noch bin. Wer, wenn ich, wir gehen zusammen durch alle Zeit. Was auch passiert, wir beide bleiben. Vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann.
Vielleicht irgendwann, vielleicht irgendwann.